eine weitere Stimme vom Goalie, der jetzt zu Null gespielt hat, der Dave Zibung. Ja, Dave, herzliche Gratulation zum Sieg und zum Shoutout. Das ist der zweite Heimsieg von der Rückrunde. Wie gut tut es? Ja, schon sehr gut, das muss man schon sagen. Ist klar. Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten ist der Weise klar gewesen. Wir haben die drei Punkte unbedingt wollen. Ich denke, wir sind so im Match gegangen, haben den Match so gestartet, sind engagiert gewesen, können in Führung gehen und sind dann nach 90 Minuten schon froh gewesen, dass wir die drei Punkte in der Swiss Bar Arena behalten können, weil sicher heute nicht der beste Match von uns war. Ist aber gleich schön, dass wir die drei Punkte abhalten können. Und deine Vorderleute können sich bei dir bedanken nach einem 1:0. Eine unglaubliche Parade, beschreibt die Situation. Ja gut, ich denke, jeder hat seinen Beitrag geleistet. Niemand muss sich da beim anderen bedanken. Alle haben etwas gemacht zu dem Sieg. Da gehört auch das Publikum dazu. Zu der Szene, es ist ein 1:1, der Schürpf hat eigentlich in lange Eckenschlänzen. Wird dann noch geblockt vom Rogul. Ich bin eigentlich schon fast auf dem Vödli. Und komme dann einfach noch in freien Raum. Ich bin froh gewesen, dass ich noch am Ball gekommen bin und dass er dann auf die Latte ist. Sicher die Szene gewesen, wo ein bisschen gekehrt hat. Aber alles in allem eben. Ein Dankeschön an das Publikum einerseits, ein Dankeschön an jeden einzelnen Spieler, der alles geht auf dem Platz, dass wir die drei Punkte abhalten können. Und das sind super Vorzeichen für nächsten Samstag. Jetzt kommt Basel, der Leader, der zieht auch beim Publikum hoffentlich wieder mal vor einer vollen Hütte da und jetzt mit einem Sieg heute sowieso. Wäre natürlich schön, wenn die Swiss Power Arena wieder mal ausverkauft wäre, ist klar. Wir können nur versprechen, dass wir wieder alles werden an den Tag legen, damit wir erfolgreich sein können, auch gegen den FC Basel. Und mit der super Kulisse im Rücken ist da sicher auch einiges möglich gegen den FC Basel. Okay, merci Dave Zibung, Gratulation zum Sieg nochmal. Merci, danke. Also, und merci Dave. Und den Jakob Jansch hätten wir gerne noch gehabt. Er ist beim Physiotherapeut, hat eine kleine Verletzung, hat also leider nicht mehr zum Interview kommen. Jetzt hören wir dann gerade Trainer Giorgio Contini und Markus Babbel hier in der Medienkonferenz. Das war es hier vom Spielfeldrand von unserer Seite. Wir sehen uns wieder nächsten Samstag hoffentlich hier in der Swisspor Arena. Jetzt ein schönes Wochenende. Nehmt noch 1:2, feiert den Sieg hier vom FCL. Bis bald. Tschüss zusammen.